Hi, hier ist der Stefan vom Monatsmob und in diesem Video gebe ich dir zwei Tipps, wie du in 2016 wirklich etwas verändern kannst. Viele Leute nehmen sich ja immer sehr viel vor am Anfang eines Jahres, gute Vorsätze, Pläne, Ideen, alles Mögliche. Wir haben eine einfache Frage für dich und zwar, wenn du in 2016 nur eine Gewohnheit in dein Leben holen dürftest, welche wäre das? Mach dir mal Gedanken darüber und dann ist es so, wenn du die Antwort hast, dann schau, dass du in die Umsetzung kommst natürlich mit Umsetzungspartner und allem, was dazugehört. Und wenn du die Gewohnheit dann etabliert hast, was ja schon nach 2 Monaten oder sogar kürzer der Fall sein kann, dann kannst du ja immer noch mehr machen. Aber dann hast du halt schon mal das Erste gemacht und kannst darauf aufbauen, hast Selbstvertrauen, um weitere Sachen in dein Leben zu holen in diesem Jahr. Das ist der erste Tipp. Der zweite Tipp ist, wenn du noch mehr Richtung Jahresplanung gehen willst, was man als Selbstständiger zum Beispiel machen kann und auch sollte in meinen Augen, dann kannst du dich noch fragen, auch eine ganz kurze Übung, vervollständige den Satz einfach, 2016 ist das Jahr des oder der, bei mir zum Beispiel der Bewegung, der Umsetzung und der Gemeinschaft. Also dann innerhalb von wenigen Worten runtergebrochen, in welchen Bereichen deines Lebens du etwas verändern willst. Gibt auch Fokus, dass du eben in diesen Bereichen etwas umsetzt. Das waren die zwei Tipps von mir. Wir sehen uns bald wieder in einem neuen Podcast zusammen mit dem Alex und dann wird es spannend, wie es mit dem Monatsmob weitergeht. Bis dann, mach's gut und schreib hier unter dem Video, was du mit den Tipps anfangen konntest und beantworte auch gerne mindestens eine von diesen zwei Fragen, die ich dir gerade eben gesagt habe. Also, welche Gewohnheit holst du in dein Leben, wenn es nur eine ist, in diesem Jahr und das Jahr des oder der. Bis dann, ciao.